unglaublicher 190 SL in Top-Zustand und restauriert von oben bis unten. Viel Spaß beim spannenden Video. Hallo, herzlich willkommen bei Wetzel Automobile in Hamburg. Liebe Mercedes-Freunde, ich habe hier heute einen 190 SL in einem Neuwagenzustand. Ja? Der Wagen ist top restauriert, ist ein deutsches Fahrzeug. Er ist siebter Hand, das klingt jetzt schlimm, aber es ist Baujahr 61, nicht vergessen. Und ich kann das belegen, weil ich habe alte Briefe noch und solche Sachen. Datenkarte ist vorhanden, also erster Brief ist vorhanden. Auf dem Tacho stehen jetzt 1742 Kilometer nach der Restaurierung. Und jetzt kommt eine schöne Geschichte. Dieses Auto hat der Kunde vor ungefähr 2 Jahren bei meinem Freund Stefan Luftschütz gekauft von Cargold. Und Stefan, ich schätze ihn sehr und finde, er macht tolle Videos, macht eine super, super Präsentation. Er hat wenigstens Ahnung von Autos, nicht so wie ich. Aber das Lustige ist, und das kann ich jetzt schön in dem Zusammenhang mal loswerden, dass der Stefan vor ungefähr 3-4 Jahren hier mal reinkam zu mir und hat gesagt, sag mal, Wetzel, ich bin seit 40 Jahren in dieser Branche, ja. Und er ist ja alter Hamburger, ne? Und egal, wo ich hinkomme, alle reden über Wetzel Automobile. Ich drehe jetzt auch Videos. Das heißt, ich habe ihn inspiriert, Videos zu drehen. Das freut mich total. Stefan, wenn du das Video zufällig guckst, schöne Grüße. Und ich freue mich auch immer, deine zu sehen. Macht immer Spaß. Und jeder hat seinen Stil und das ist gut so, finde ich. Weil ich kriege immer Kommentare, guck mal bei Luftschütz, da bei Cargold, der kann das wenigstens. Dann sage ich, ja, sag ich ja. Der hat wenigstens Ahnung von Autos. Ne? Ich nicht, deswegen. Aber ich habe trotzdem schöne Autos hier, die ich verkaufe. Und zwar mit Leidenschaft und Emotionen. Und das macht mir total Spaß. Und jetzt freue ich mich, dass das Auto hier steht. Weil der hat nämlich, das ist auch noch so ein Unterschied, der hat bei Cargold vor 2 Jahren 187.000 Euro gekostet. Und das hat der Kunde bezahlt. Bei mir, guck mal, was auf dem Preisschild steht, was der Wagen bei mir kostet. Also hier kann sich jemand wirklich eine super Gelegenheit schnappen und mit einem Traumauto durch die Gegend fahren. Ich finde die Farbe sensationell, dunkelgrau mit roter Innenausstattung. Also Hammer. Absoluter Wahnsinn, so schön. So. Und wenn wir uns jetzt die Details angucken von dem Auto, das ist gar nicht auszuhalten. Ja? So. Also der ist überall perfekt, der Wagen. Ja? Egal, wo du hinguckst, ob du auf die Scheibe, ein bisschen hier fliegen, ich habe da noch nicht so richtig dazu gekommen, den richtig sauber zu machen. Den haben wir natürlich im geschlossenen Trailer geholt. Hat ein schwarzes Verdeck, der Wagen. Ne? Steckt jetzt hier unter. Ich lasse es jetzt so, die Bilder gibt es bei uns auf der Internetseite. Ich meine, da ist jede Leiste, jeder Griff, jeder Spiegel, alles, ja, ist einfach bei dem Auto wie neu. Wie neu, ja. Oder? Ich nehme mal den Schlüssel hier kurz, dann können wir mal den Kofferraum aufmachen. Und guck mal hier, Tankdeckel, guck dir mal den Tankdeckel an. Alleine das ist so, weißt du, für viel, viel Geld gemacht. Ich weiß allerdings nicht, wo und wer. Ich habe einfach so ein paar Unterlagen, gibt es so einen Ordner mit so ein paar Sachen drin. Und hier, guck mal. Guck dir mal das an. Guck mal, hier alles schön fest, wie sich das gehört, mit Schrauben. Guck mal, nicht hier einfach reingeschmissen. Also, und darunter ist alles neu, ja, so. Also, komm. Hier Lampengläser, das ganze Chrom, ja, das ist alles unbefleckt. Die Persenning, das ist alles. Schwiegermuttersitz haben wir hier. Guck mal, kannst du auch noch eine dritte Person mitnehmen? Oh. Ja, krass. Krasses Auto, oder? Ja, wirklich. Krasses Auto. Und ich meine, wenn die nicht gut sind, machen die keinen Spaß zu fahren, ja? Weil die schwimmen so hin und her und das ist echt anstrengend, aber. Wenn sie gut sind, ich habe schon 3 oder 4 von denen verkauft, wenn sie wirklich gut sind, dann hat man da viel Freude und Spaß mit. Und jetzt guckt euch mal das an. Guckt mal hier rein. Das ist alles gemacht an dem Auto. Irre, oder? Und so fährt er auch. Ne? Also es ist tatsächlich so, dass du den... Also ich hatte mal einen, da musste man immer so mit der Hand pumpen, damit da irgendwie Benzin reinkommt. Das hat der hier, glaube ich, nicht. Der hat eine andere Benzinpumpe und so. Das ist, wobei, da ist auch der Hebel. Wahrscheinlich, wenn der lange steht, muss man da an so einen Hebel pumpen. Da ist er, ich sehe ihn schon. Na, egal. Da habe ich auch schon Erfahrung mitgemacht. So.
Das ist also alles schon mal wahnsinnig hübsch. Und jetzt kommen wir hier zur Innenausstattung. Und hier geht es natürlich genauso weiter wie draußen. Das ist doch sowas von edel, oder, Thomas? Hammer. Ja? Also, es sieht wirklich komplett neuwagenmäßig aus. Ja, finde ich auch. Ich lege mal die Nummer hier hinten rein. Nummer 42. Also wer sowas noch in der Garage hat oder andere Autos, gerne mich anrufen. Wir verkaufen gerne Autos im Kundenauftrag oder eben halt, wir kaufen auch gerne Autos an. Ich brauche immer Nachschub, weil wir relativ viel Autos verkaufen, weil Leuten das Spaß macht, hier bei uns zu kaufen. Und das ist natürlich, freut uns immer. Und ja, jetzt steht der hier bei uns. Newsletter gerne abonnieren bei uns und YouTube-Kanal gerne. Wir sind knapp vor den 20.000ern. Da freuen wir uns. Und keiner gekauft, ist auch ganz schön. Hm? Ja, so sieht's aus. Schönes Ding. Thomas. Lass doch mal fahren. Ja, ich fahre jetzt einfach, oder? Ich muss hier jetzt auch nichts mehr fehlen. Das Auto sieht, es ist alles, die Sitze, wenn du dich draufsetzt, da merkst du, die sind nicht durchgesessen oder irgendwas. Alles stramm und straff und, also Wahnsinn. Ja, hier Blinker hast du hier, guck mal, ist auch so cool. Ja, hast du hier im Lenkrad, hast du die Blinker. So, also muss man auch wissen, wenn man das nicht weiß, dann suchst du lange nach einem Blinker. Ey. Dass du immer das Licht anschaltest, wenn du blinken willst oder der Scheibenwischer angeht. So, komm, fahren wir eine Runde. Geht los. Oh, jetzt kommen schon wieder Flugzeuge, du, ich halte es nicht mehr aus. Es wäre ja auch mal schön, wenn der Wind sich mal wieder dreht. Thomas, bist du bereit? Yo. Ich warte noch eine Sekunde, bis dieser Flieger hier weg ist. Und dann haben wir hier so einen schönen Startknopf. Jetzt hört man besser, wie er läuft, ja? Auf geht's. Ist das der Hammer oder nicht? Ja? Das ist ja wohl der Wahnsinn, wenn so ein Auto so. Ich habe jetzt ein bisschen den Choke gezogen, weil er noch kalt ist. Und ja. Der hat natürlich keine Servolenkung, aber im Vergleich zu einem alten Alfa Romeo lässt der sich easy fahren. Macht ganz Spaß und er schwimmt auch nicht. Der hängt am Gas und die Lenkung reagiert sofort. Also wirklich toll. Wirklich toll. Du hast natürlich auch das beste Wetter ausgesucht, so ein Auto zu fahren. Ja? Also das ist natürlich sensationell. Also der macht richtig Spaß. Also wer... Ja, Blinker links, Blinker rechts. Hupe, hier, oha, Mercedes-Hupe. Autsch! Also wer Bock hat, stilvoll durch die Gegend zu fahren, ja, der ist hier genau richtig, ohne Spaß. Angenehmes Fahren. Du präsentierst ein Auto aus den 60er Jahren. Aber du hast das Gefühl, von der Technik her fährt er wie ein modernes Auto, ja? Also immer noch ein bisschen mehr Arbeit ohne Servo und so, keine Frage. Aber wie der läuft, wie der sich verhält, Wahnsinn, ja? Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen bei diesem Video von diesem schönen Auto und ich bestelle schöne Grüße ins Allgäu, ja? Dankeschön und bis zum nächsten Video. Wetzlar Automobil aus Hamburg. Tschüss!